Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Wie man sieht, wir sind nicht zu Hause. Er fährt jetzt gar nicht mehr. Ja, haben wir uns entschlossen, das Auto hier zu reparieren. Nockenwellensensor. Ne? Ist ja Gott sei Dank nicht so kompliziert bei der Kiste. Hoffe ich. Was bist du eigentlich für ein Ding? Ist ein sehr nerviger Hund, den keiner ernst nimmt. Deswegen bellt er durchgehend, damit er ernst genommen wird. Dann wird er angeschrien und ist immer noch nicht leise. Ja. Vielleicht er jetzt eigentlich runter. 92.000. Ja. Wollen wir mal gucken. Für alle, die das Auto nicht mehr kennen, ich verlinke euch mal das Video. Bei dem Auto hat zumindest verbal eine Werkstatt aus dem schönen Dahlenburg langjährige Kunden über den Tisch gezogen. Ist das jetzt ein 8er oder war das ein 10er? Ich glaube, das war ein 8er. Ja, so ist das. Ja, 8er. Ja, haben behauptet, das Auto wäre nicht mehr reparabel. Man bekommt keine Ersatzteile etc. Und TÜV, ach, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Ne? Ja, weit unter 100.000 Kilometer runter, erster Hand. Hat wegen Krankheit eine ganze Zeit lang nur noch gestanden. Na, da stehe ich ja drauf. Ne? Aber ich weiß, wo es ist. Nein. Ja, finde ich gleich wieder. Sau sowas. Ne? Ich gehe auch mal davon aus, dass sich die ehemaligen Besitzer jetzt von der Werkstatt getrennt haben. Das ist ja. So geht man einfach mit Kunden nicht um. Du nicht auch noch. So.
hier einen anderen Aufsatz. Ja, vor allen Dingen, wenn man langjährige Kunden hat, das ist doch das Kapital von der Werkstatt, ne? Verstehe ich nicht. So, jetzt gibt es hier so einen roten Sicherungsclip. Hier sieht man den. Wenn man es nicht fallen lässt, sieht man den sogar noch besser. So, hier. Jetzt zieht man raus. Wenn er sich rausziehen lässt. So, die Zunge da draußen ist. Dann den Riegler drücken. Und das ist er. Ja, die Gehäuse werden irgendwann brüchig und dann ziehen die Wasser. Huch, ziehen die Feuchtigkeit und sterben. Sehen kann man da nichts Großartiges, aber naja. Ja, wie auch. Bei diesem Thema. Dieser Hund nervt gar nicht. Ja. Und Sicherungssplint wieder rein. Schon mal ansetzen. Ja, auch dieses Ersatzteil war am nächsten Tag da, ne? Also witzigerweise sind immer die Ersatzteile schnell da, von denen man es gar nicht erwartet. Kleiner Tipp für alle, die unterwegs reparieren müssen. Der Peilstab kommt da überall dran. Nicht zu festziehen, sonst platzt das Gehäuse, ne? Schraube.
ist ein 2,4 Liter Motor. Zahnriemenwechsel alle 150.000. Hier hinter ist direkt Öl, ne? Deswegen da ist auch eine Dichtung dran. So. Jetzt wasche ich mir erstmal die Pfoten, bevor ich in den Innenraum gehe. Ich muss den Fehler noch löschen. Gucken, dass er nicht wiederkommt. Schlauch wieder drauf. Auch mal gleich einen Blick drunter werfen. Oh oh. Oh oh. Ja, wird bestellt. Puh. Das säuft nämlich ein bisschen viel. So, das wird jetzt auf der einen Seite der Nockenwellensensor sein. Auf der anderen Seite ist Luft aber auch recht gut. Ne? Viel Luft. Wenig Luft ist schlecht. So, bis gleich. Ja, der PT Cruiser kann sich grundsätzlich selber auslesen. Ist die alten Räder. Wenn man das denn hinkriegt. Ja, P0344, das war's. Ja. Wie das genau funktioniert, ein paar Mal auf Zündung drehen auf jeden Fall und irgendwann zeigt er die Fehlermeldung an. Ja, mal gucken. Zündung ist an. Chrysler. Es hat warm. Schwarzes Auto. Ja, macht er nicht. Der ist OBD-fähig, immerhin. OBD. Jetzt gehe ich die ganzen Protokolle durch. Da macht ja auch wieder jeder anders. Was auch etwas nervig ist. Ah, er hat eins gefunden. Ein. Okay. Trouble Code. Ja, Nockenwellensensor, ne? Das funktioniert nicht. Jetzt ist ein neuer drin. Löschen. Sind gelöscht worden. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie er jetzt läuft. Gut.
keine Fehlzündung. Aber die Inspektion kann er mal gebrauchen, aber ernsthaft. Zündkerzen. Er ruckelt ein bisschen. Natürlich auch sein, dass das jetzt immer noch der Sensor ist. Wir wollen nochmal auslesen. Keine Fehlercodes, ja. Gut. Dann drehen wir gleich mal eine Testrunde. Und dann sehen wir weiter. Ja, ich sehe schon wieder Arbeit auf mich zukommen. Hier ist genau die Grenze zwischen zwei Mardergebieten. Und hier wird schon ordentlich drin rumgerannt. Auch das nervt doch, ne? Überall. So, jetzt sind wir erstmal auf dem Weg, um was zu essen zu ergattern. Was wir herausgefunden haben, da gibt es ein kleines Problem wieder mal mit dem Marder. Ja, der Fehler mit dem Nockenwellensensor ist raus. Problem an der ganzen Sache ist, dass der nächste, dieses Problem beim Vollgas geben, ruckelt der Wagen. Das ist immer noch das gleiche. Und dann habe ich mir das nochmal genau angeguckt an der Drosselklappe. Chrysler hat manchmal Probleme mit der Drosselklappe. Und ja, da hat sich der Marder ausgetobt, genau auf der Rückseite vom Motor. Die Leute leben offensichtlich auf der Grenze von zwei Mardergebieten. Ja, der Mercedes ist auch schon komplett zerfressen gewesen. Und auch diesmal habe ich wieder einige Bissspuren entdeckt. Ja, müssen wir uns was einfallen lassen. Erstmal den Mercedes fertig machen, den Chrysler kann sie jetzt erstmal benutzen. Außer mit Vollgas. Und ja, Mercedes hin, Chrysler zu uns. Und dann irgendwas einfallen lassen, wie man den Marder los wird. Katzen, Hunde, alles da. Interessiert den Marder nicht. Und ja, Marderschreck unter der Haube, interessiert ihn auch nicht. Hundehaare, interessiert ihn auch nicht. Interessiert eigentlich gar nichts, der ist mit allen Wassern gewaschen. Ja, müssen wir uns einfallen lassen. Gut, wir gehen erstmal essen. So, diese wahnsinnig schöne Kulisse nach dem Essen wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja, ist der Weg nach Hause. Sonnenuntergang. Ne? Habe ich ganz schön vernachlässigt. Hier ist der Sonnenuntergang nochmal. Ja. Schön, oder? Was für Farben. Dabei ist das nur plattes Land. Naja. Gut, auf der Seite ist ein Fluss, von dem ich bezweifle, dass das die Elbe ist. Nein, ist er nicht. Ist nicht die Elbe. Aber auch das sind Auen, ne, wie man sieht. Einmal gar nichts. Und da ist ja wieder der Sonnenuntergang. Ja, kaum ein paar Meter gefahren. Mal gleich ein Problem festgestellt, und zwar zuckt die Karre schlagartig nach links. Jetzt habe ich erstmal da hingeguckt, links. Ne? Alles ganz normal aus, ne? Aber jetzt guckt euch mal das Ende vom Dreieckslenker an. Gespeichert. Das ist eigentlich gerade. Ja,
da wo die Verschraubung ist, ne? Und so, hier, das ist eigentlich gerade, ne? Da aber nicht mehr. So, jetzt müssen wir mal irgendeiner erklären, wo die Karre aufgeschlagen ist und wann vor allen Dingen, dass das passiert ist. Wir haben jetzt nur gemerkt, dass der nach links zuckt. Sehr eigenartig. Sehr, sehr, sehr eigenartig. Sehr komischer Defekt. Ja, das ist noch morgen neuen Dreieckslenker besorgen. Das nervt ja schon wieder. Aber Gott sei Dank sind die Dinger schnell zu wechseln. Tragelenk und den ganzen Kram ist ja alles neu. Ja. Ergo brauche ich nur einen ohne Traggelenk. Das kostet nichts. Aber trotzdem, das nervt. Ich habe keine Ahnung, wo das passiert sein könnte. Wirklich überhaupt keine Ahnung. Ja. Sehr eigenartig. Sehr, sehr, sehr eigenartig. Keine Ahnung. Ich überlege mir einen Wolf, wo wir irgendwo drüber gefahren sein könnten, aber mir fällt echt nichts ein. Ich meine, rausbauen wollte ich den sowieso, weil ich wollte die Achse hier nochmal komplett entrosten. Aber das war ein seltsamer Defekt. Ja. Schönen Start ins Wochenende wünsche ich euch. Und dann lasst euch nicht ärgern, ne? Bis zum nächsten Mal.